Hey Ska, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Rocket. Ja, zur ungewohnten Zeit, wie kommt's? Montagabend ist schon gegen 23 Uhr und heute wurde das Monatsfinale gespielt, also 3x12 Spiele mit dem großen Ziel, sich direkt fürs Finale zu qualifizieren, sich das Ticket zu lösen für die besten 5 Spieler. Wer so wie ich schon sein Finalticket hat, der kämpft um eine Doppelqualifikation, denn das bedeutet 50 Bonuspunkte im großen Finale und natürlich geht es auch noch um ein paar Kopeken in der Wertung. 36 Spieler haben es geschafft, über die letzten 4 Wochen diesen Skat-Marathon, kann man sagen, den man da gehen muss, um einmal unter die ersten 9 in der Wochenwertung zu kommen. Wer von euch das schon ausprobiert hat, weiß, das ist kein leichtes Geschäft, da muss man schon ein bisschen Fleiß und Disziplin mitbringen und dann kann man jetzt an diesem Tag ums Finalticket kämpfen. Die Erfahrung hat gezeigt, ah, wir sehen hier mein erstes Blatt, ist natürlich sehr schön. Karo Bube, das ist eine willkommene Verstärkung. Zum Grang hat es nicht ganz gereicht, aber 4 Buben in Vorhand mit einem Seitenass ist ja mal ein schöner Einstieg. Pik 10 könnte man sich ja auch drücken, aber ganz unverlierbar lässt sich die Karte sowieso nicht drücken, dann hätte ich die beiden Herzbilder in der Hand. Das ist jetzt hier meine Art, lieber sozusagen in die Offensive zu gehen, denn wenn jemand in Vorhand mit Vieren spielt, dann drückt er erfahrungsgemäß die Zehner und deswegen wird sehr häufig hier nicht geschnippelt. Die Abwürfe bisher nur Karo wurde abgeworfen, auch unverdächtig und da haben wir es tatsächlich, es wird direkt rausgenommen, dass ich hier die 10 bestellt im Blatt habe, wird mir quasi nicht zugetraut und so gelingt es jetzt hier tatsächlich, das Spiel sogar Schneider zu spielen, hier die Karolusche auf genau 29 abzuwerfen. Bup, bup, bup. Und ein guter Start, ein 72er Spiel. Die zweite Hand, Hinterflosse. Naja, 18 kann man sagen, gerade wo Mittelhand nichts bietet. Mehr als 18 hätte ich aber damit auch nicht gesagt. Das ist einfach zu riskant. Nur 5 Trümpfe mit einem Seitenass, wenn man so will, und vor allen Dingen auch keine Stabilität in den Trümpfen. Es fehlt der Zugjunge, auch nicht beide Trumpfvollen. Aber für 18 komme ich ran und dann, ole ole, kann man natürlich auch mal ins goldene Glück greifen. Bube Ass und jetzt ist es natürlich ein sehr, sehr stabiler Gang mit ausgezeichneten Schneiderschancen. 3 Augen im Angebot, doch ein bisschen wenig. Ein, zwei Stiche muss ich also so abgeben. Dann kann ich hier auch die Pik Dame schon mal fallen lassen. Jetzt ist Schneider frei nur noch möglich, wenn Kreuz König zu dritt sitzt. Ja, da das Spiel jetzt sowieso sicher gewonnen ist, kann ich auch den Buben spielen. Klar, wenn jetzt Kreuz König zu dritt sitzt, kann es sogar sein, dass ich jetzt noch 2 Stiche abgebe. Aber wie gesagt, das ist ja schon klar, dass es jetzt hier nur noch um Schneider oder Nicht-Schneider geht. Da kommt auch der Kreuzkönig, es ist nicht zu dritt, also zeige ich direkt die Karten, damit wir hier nicht unnötig Zeit in so einem längst gewonnenen, sicheren Spiel verlieren. Ja, was braucht man so an Punkten in diesen 36 Spielen? 1200, 1300, 1300 hoch war am Anfang so die Devise, um unter die ersten 5 von 36 zu kommen. Aber inzwischen sind ja schon einige Spieler qualifiziert und die Erfahrung hat gezeigt, häufig reicht auch eine 1150 oder sogar eine 1100, also eine relativ durchschnittliche Liste. Es muss gar nicht über die Maßen gut laufen. Du brauchst keine Riesenblätter und insofern auch gar nicht so Grund oder Not, von Anfang an wie irre zu reizen, voll aufs Gas, am Gashebel zu ziehen. Man kann auch in aller Ruhe erstmal das Turnier laufen lassen. Manchmal, wie ihr eben gesehen habt, kommt die Karte ja sehr stabil und sehr gut und dann muss man, kann man manchmal so ein Turnier auch alles erreichen, wenn man eine ganz ruhige Karte einfach nur spielt. So, hier jetzt der Klassiker. Pik wurde gestochen. Ich habe danach direkt blank aufgemacht. Mein Partner hat das auch erkannt, hat geschnippelt mit Kreuz König und im Rücken konnte ich auf Kreuz Ass wimmeln, danach die Kreuz 10 stechen. Habe jetzt nochmal Karo geöffnet, falls noch irgendwas mit der bestellten Karo 10 möglich ist, jetzt Pik nachzubringen, habe ich mir gedacht, bringt uns nicht voran. Wir brauchen schon noch einen vollen Stich, den kriegen wir leider nicht, weil ich eben nicht die Karo 10 habe.
Ich glaube, selbst mit der Karo 10 wäre irgendwo nur auf 58 gekommen. Das Spiel war also trotz alledem zu gut. Auch hier wieder so ein Ding. 18 halte ich ja gerne, denn es ist schon ein Ansatz mit diesen 6 Trümpfen in Herz. Aber die Beikarte ist natürlich eine Katastrophe. Also die 18 nur gehalten, falls Mittelhand auch nur so angereizt hat. Da wäre schon eine Verstärkungskarte sehr hilfreich, sehr, ja, sehr nötig sogar. Irgendein Spiel wird man sich ja immer hier zusammen doktoren. Wenn da eine Kreuz-Dusche oder so drin liegt, nur dann hat man eben den Kreuz-König zu dritt dabei. Das wäre aber nicht so fein. Sobald dann 20 gesagt wird, bin ich sofort ausgestiegen. Und durch die 18er Reizung habe ich auch eine schöne Annonce, was ich öffnen kann. Ich spiele ja sowieso sehr gerne blank aus. Nun mag es mir den Hinweis gegeben haben, dass mein Partner sogar Karo gereizt hat. Und hier sieht es ja so ein bisschen so aus, hat denn Spieler 1 etwa das Karo Ass gequetscht? Macht ganz den Anschein. So oder so, mit meinen 2 Trümpfen steche ich natürlich sowieso über. Da kommt es mir auf die Augen nicht an, da bin ich gar kein Kostverächter. Und ja, wenn Karo Ass gedrückt ist, jetzt kann der Spieler ja an sich nur noch Kreuz in der Hand haben, und da möchte ich meinen Partner natürlich ermöglichen, hier auf Herz auch Kreuz abzutragen. Er muss allerdings, das sehen wir hier, zweimal Herz bedienen, also eine Herzlusche ist nicht im Blatt, dann sieht es für uns wohl doch nicht so gut aus. Hier wimmel ich jetzt erstmal die Herz 10, ist zwar ein Auge weniger, gibt aber meinem Partner das Zeichen, dass ich das Herz Ass eben noch haben muss, die Herz 10 also nicht gedrückt ist. Diesen vollen, den annonciere ich ihm hiermit. Den Stich brauchen wir sowieso noch, wenn wir hier irgendwie was gewinnen wollen. Da jetzt eben Pik Bube fiel, sieht es allerdings nicht so besonders aus. Da Kreuz Ass 10 beim Alleinspieler, das war fast klar, und deswegen gewinnt er jetzt hier auch deutlich. Ich bin übrigens kein Spieler, ich werde ja manchmal gefragt, mach mal ein Video zum Null, mach mal ein Video zum Null Hand. Alles nicht so meine Wetterlage, weil es auch Spiele sind, bei denen man wenig Möglichkeiten hat, sich dann im Spielverlauf überhaupt zu wehren, zu positionieren, anderen Vortrag noch zu wählen, der irgendwo noch die Entscheidung bringt. Also meistens reize ich tatsächlich entweder null Wehr oder gar nicht. Hier haben wir mal so ein Ausnahmeblatt, wo ich tatsächlich die 18 biete mit der Möglichkeit, dass es ein Null wird. Es kann natürlich auch, wenn irgendwie Bube Ass oder 2 Kreuze, in den kann es auch ein Farbspiel werden. Aber obwohl ich mit blanker 9 und blanker 10 2 Faule habe, die blanke 9, die kann ja auch immer mal noch ganz gut verarbeitet werden, zumindest zu einem 0. Also 18 gesagt, passende Karte auch gefunden, im Prinzip sogar 2 mit der Pik 8 auch. Und jetzt habe ich einen sehr guten 0 mit der Pik 8. Der eine oder andere wird vielleicht sogar 0 Wehr spielen. Allerdings sind natürlich in Kreuz und in Herz, wenn die Karten 3-0 stehen oder 3-1 in Kreuz, einige Abwurfmöglichkeiten gegeben, auf die dann Pik abgetragen werden könnte, wenn es so sitzt. Deswegen spiele ich doch lieber verdeckt. Und hier sehen wir auch gleich, nach dem ersten Stich ist das Spiel schon gewonnen. Und ja, nach 5 Spielen stehe ich da wie ein Weltmeister und bekomme jetzt gleich im 6. Spiel wieder einen sehr verheißungsvollen Ansatz. Allerdings komme ich leider nicht ran. Ich komme nicht für 22 ran. Jetzt kann man sich überlegen, ist das Blatt stark genug für ein Pik Hand in Mittelhand? Beziehungsweise, ich muss fast anders fragen. Wer erträgt es denn, diese Karte jetzt vom Tisch gehen zu lassen, mit Ass 10, Ass an der Seite und dem Trumpf Ass und dem Kreuz Buben? Ganz schwer, gerade wo, ja, was soll da eigentlich draußen sein? Kreuz vielleicht? Jetzt komme ich natürlich genau auf 23 erst ran. Das riecht so nach dieser berühmt-berüchtigten, ekelhaften Hebereizung. Denn ansonsten gibt es das ja eigentlich überhaupt nicht, dass Vorhand erst auf 23 passt. Und auf der Habenseite, die guten Karten hatte ich eben schon genannt, nervig ist natürlich Karo 8 und Dame. Da hoffst du jetzt nicht unbedingt, ich spiele jetzt den Pikant, hoffst du jetzt nicht unbedingt, dass Karo auf den Tisch kommt, dann kann es nämlich ein bisschen unangenehm werden. Und es kommt Karo auf den Tisch und hinten überlegt, ja, und dann sehen wir gleich, wie unangenehm es wird. Vorne sitzen alle Karos und hinten geht der Abwurf los. Das ist natürlich äußerst unangenehm für dieses Spiel. Da sitze ich in Mittelhand und kann erstmal nur eine lange Nase machen.
präzise mitzählen, 15, 31, ob da für mich überhaupt was geht. Das Problem ist, mein Trumpf Ass kommt hier in absolute Schwierigkeiten. Karo König scheint im Stock zu sein, sonst wäre der jetzt wohl gekommen. Aber natürlich wird hinter mir oder sehr wahrscheinlich noch ein Bube sitzen und 31 liegen da schon. Und jetzt fast die Frage, trotzdem das Ass investieren, um hinten den nächsten Abwurf zu verhindern oder erstmal nur mit dem König. Ja, ich habe mich jetzt hier entschlossen, erstmal nur den König zu stechen. Da fliegt der nächste Kreuz weg. Dann kann man überlegen, jetzt oben unten ist vielleicht sogar angesagt, wäre vielleicht besser. Ich habe jetzt hier ganz, ja, mache ich es den Gegner vielleicht einen Tick zu leicht. Habe im Nachhinein allerdings gerade geguckt, denn das ist ja jetzt auch keine Überraschung, dass nochmal Karo kommt. Ich habe es mir im Nachhinein angeguckt. Es war in diesem Spiel für mich einfach keine Verteidigungsmöglichkeit, so wie die Karte steht. Ich investiere jetzt das Trumpf Ass, damit provoziere ich natürlich den Überstich auf 56 und das bedeutet, einen Unterzug kann ich mir sowieso nicht mehr leisten, schon vom Tempo nicht, aber auch nicht von den Punkten. Ich muss jetzt also hoffen, dass Trumpf 1-1 noch verteilt ist und dann der letzte Trumpf schläft. Nur so kann ich das Spiel noch gewinnen. Das ist allerdings, war von der Reizung vielleicht auch abzusehen, leider nicht der Fall. Also Vorhand hat mich hier mit den beiden mittleren Buben und Karo Ass 10 Doppellusche und dann noch viermal Gemüse links und rechts leider über den Pik hinübergehoben und das Handspiel war jetzt einfach nicht zu gewinnen. Fast könnte man sagen, ähnliche Situation. Warum reizt sich jetzt den 0 nicht? Aber 9 und König diesmal in einer Farbe und auch, ja, vielleicht ein bisschen weniger Optionen, dass ein Farbspiel daraus werden könnte und vielleicht auch ein bisschen Gefühlssache plus, dass ich direkt angereizt werde von Spieler 3 aus Mittelhand. Also so ein paar Kleinigkeiten, die mich jetzt bewogen haben, gar nicht hier, dass den 0 überhaupt zu reizen rangekommen wäre ich ja sowieso nicht. Kreuzhand wird gespielt, aufgrund der 27er Reizung ganz logisch, dass ich erstmal in Karo die Stärke von meinem Partner vermute, das auch ausspiele, denn ohne Trumpf jetzt direkt zum Beispiel in das Pik Ass zu greifen, das ist dann auch ein bisschen frivol. Es kann natürlich sein, aufgrund der 27er Reizung, wenn mein Partner wirklich den Karo hat, dass er keinen Pik hat, das muss aber nicht sein. Also so war ein bisschen solider, wo ich gar keinen Trumpf habe, noch nicht mit meinen eigenen Vollen erstmal loshantieren. Ja, jetzt kann ich erstmal die Karo 10 senken und gucken wir mal, was mein Partner bei seinem Farbspiel noch im Angebot hat. Da kommt das Herz Ass mit meinem König, 29, Trumpf steht eben sehr einseitig und inzwischen, wo Karo direkt gestochen wurde, vermute ich natürlich schon, dass mein Pik Ass in diesem Spiel auch noch seinen Stich macht. Das schauen wir uns also an. Das denke ich, dass das ein schweres Spiel für den Alleinspieler ist. Kreuz Bube natürlich für mich eine schöne Karte, um erstmal die Herzlusche fallen zu lassen. Für mich spielt es sich jetzt ganz einfach und dass der Pik König hier im Angebot kommt bei 29 liegen, ist natürlich klar, dass der bestellt ist. Den blanken Pik König würde in der Situation ja kein Spieler ausspielen. Dann würde er Trumpf weiterspielen und hoffen, dass er den günstig los wird. Ich nehme deswegen jetzt natürlich mit, damit ich erstmal den Vollen einsammle und im Rückschub kann mein Partner dann stechen, muss natürlich jetzt auch stechen, aber das ist, wie gesagt, logisch, das ist auch das kleine 1x1 von diesem Spiel, dass der Pik König jetzt, der kann eben nicht blank gewesen sein, das ergibt gar keinen Sinn, also einstechen, Pik 10 einsammeln und über 70 Augen bei uns. Na, habe ich wieder geschummelt. 69 Augen haben wir gerade gehabt, aber so in die Richtung. Das muss in dem Fall dann auch reichen.
Rollmops mit einem Ass dabei, aber trotzdem kein guter, denn nur die beiden roten Jungs, nur das eine Ass, eine bestellte 10, das ist ganz einfach zu dünn. Gerade wo Mittelhand noch schon 18 bietet, werde ich mich ganz gepflegt raushalten und schauen, ob wir diesem Farbspiel zu Leibe rücken können. In dem Moment, in diesem Fall, wird es ein Herz. Das heißt, ich habe eine gute Trumpfgegenkarte, vielleicht mit der Karo 10 noch einen vollen Stich im Blatt. Hier geht jetzt aber der Alleinspieler direkt über die Dörfer, und wenn er das tut, obwohl Kreuz ausgespielt wurde, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er den Kreuz König noch hat, dann wird er wohl nur Kreuz Ass 10 haben, also Kreuz König vermute ich direkt bei meinem Partner. Ist aber eigentlich müßig, hier schon zu viel zu vermuten. Wir können erstmal einfach die Augen mitzählen. 24, 39 und jetzt jedenfalls schon 50 Augen raus, Spiel Karo. Also das Spiel ist wohl nicht ganz so trumpfstark, aber wenn ein Trumpf voller erobert wird oder nochmal irgendwo ein Bild gestochen wird, dann wird das Spiel wohl gewonnen. Also ich vermute inzwischen gar nicht mehr nach diesen dicken ersten Stichen, dass wir allzu viel hier bestellen können. Hier natürlich jetzt erstmal auf den Kreuzkönig, wie vermutet, schnell mein Trumpf Ass retten, Trumpf rüberspielen, ein dunkler Bube ist sicher bei meinem Partner, ja, das ist der Kreuzbube, und damit allerdings ist der Pikbube hoch, bekommt hier noch den Trumpfkönig geschenkt, Trumpf Lusche hätte es auch getan, aber 71 Augen, also es war einmal voll gedrückt, und damit ist das Spiel gewonnen. Habe ich hier auf jeden Fall natürlich geboten mit drei Assen und der 10. Aber es ist noch zu früh in diesem Turnier, um so ein Spiel weiterzuziehen, wenn hier die 20er Reizung kommt. Klar, mit viel Fantasie ein Herz finden, dann sind es 5 Trümpfe und 2 Seitenasse. Aber das ist schon riskant, und wenn da die Gegenwehr kommt, dann heißt es einfach aussteigen. Oh, Pik 10 wird gespielt, klar, mindestens der König ist noch dabei, wahrscheinlich König Dame, sonst wäre die Dame wo reingegangen, also geht es hier wo in dem Spiel mutmaßlich nur um Schneider oder nicht, also zeige ich die nächste Farbe, und da geht die Karte auf, Alleinspieler holt den letzten Buben, 5 mal Karo von oben, 3 Buben und Pik 10 König, ja, das ist klassisch, den einen Stich haben wir gemacht. Einzige Frage, warum hat mein Partner nicht Pik Dame zugelegt, war in dem Fall aber nicht wichtig. Ja, so hat sich die Liste nicht günstig für mich entwickelt, gestartet, als gäbe es kein Halten mehr, 2 fette Spiele, dann gleich noch der 0 hinterher und dann leider einmal den Rückwärtsgang eingelegt, ohne dass ich was tun konnte. Seitdem verfolge ich das Spiel jetzt quasi wie von der Tribüne. Da ist Geduld dann eine ganz wichtige Tugend, denn es ist natürlich noch nicht viel passiert. Ich würde nicht sagen, dass ich hier bisher irgendwas falsch gemacht habe, aber die Liste läuft jetzt plötzlich für Spieler 3 rund. Der bekommt das nächste Spiel, nachdem er diesen schönen Gang hatte. Auf Karo wird Kreuz abgeschmissen, im zweiten gestochen, damit haben wir zumindest die Karte komplett durchleuchtet. Er wird noch den Drilling in Pik dabei haben. Jetzt müssen wir einmal hier mitzählen. 11, 23 Augen, er hat noch 2 Trumpf und 3 Pik. Jetzt öffne ich entsprechend Kreuz, wo hinten noch der Volle bei meinem Partner ist und vielleicht einen Stich machen kann. Gut, er wird gestochen, und jetzt kommt hier ein ungewöhnlicher Zug. Fällt mir direkt auf, weil ich weiß, es muss eigentlich ein Drilling sein. Jetzt kann ich direkt schenken, denn Ass und 10 sind offenbar beim Alleinspieler, sonst wird mein Partner hier wohl auch nicht abschmeißen, beziehungsweise sonst würde der Trumpf nicht kommen. Daher schenke ich jetzt, und da ist es auch. Ass, 10, Dame noch beim Alleinspieler. Warum ist mir trotzdem hier dieser viertletzte Stich aufgefallen? Bei 23 Liegen hat der Alleinspieler natürlich einen viel stärkeren Zug als die Trumpflusche, das ist die Pik Dame. Damit hätte er Schneider gespielt gegen sämtliche Pik 3 zu 1 und 2 zu 2 Verteilungen. So gewinnt er das Spiel nur deswegen Schneider, weil Pik eben 2-2 steht. Das sind so die Nuancen, die mir aber trotzdem auffallen und
mit denen ich dann auch die Spieler so ein bisschen in die entsprechenden Schubladen einsortiere. Macht aber nichts. Spieler 3 hat jetzt einen kleinen Zwischenspurt. Das heißt, beim Skat ja, wird ja oft von so einem Lauf gesprochen. Ich finde das häufig ein bisschen übertrieben. Es ist auch so das ganz Natürliche in der Kartenverteilung, dass es nicht ganz gleichmäßig läuft, sondern dass es wellenförmig läuft. Aber nennen wir erstmal hier einen Zwischenspurt bei Spieler 3, der sich erlauben kann, in diesem Rang zweimal hintereinander Bube zu ziehen, also gegen die Buben in einer Hand. Das heißt, er hat wohl mindestens 3 Asse, wenn nicht gar 4. Karo wurde abgeschmissen, Pik wurde abgeschmissen, Herz habe ich nicht zum Rüberspielen, also versuche ich es mit Kreuz. Das aber kann den Alleinspieler nicht beeindrucken. Karo Ass 10, Pik Ass 10, Kreuz Ass an der Seite. Also ein leichter, ungefährdeter Sieg in Spiel 11 erneut für Spieler 3, der damit auf über 500 steht. Guter Start für ihn. Für mich jetzt nochmal im Spiel 12 ein Ansatz, der auch wieder ein halber Pik und ein halber Null ist. Eigentlich, wenn ein Spiel 2 ein halbes Farbspiel und ein halber Null ist, ist es meistens nichts Richtiges. Da war es schon ganz schön mutig in Mittelhand, würde ich so im Nachhinein sagen, dass ich überhaupt den Null ausgereizt habe. Wir sehen aber, beide anderen Parteien haben noch viel mehr vor. Da hatte ich gar keine, war ich gar nicht in der Verlegenheit, ans Spiel zu kommen. Und Spieler 1 kriegt letztlich den Zuschlag in Vorhand bei 30. So, bei 30, wie kann der Kreuz sein, mit 2 oder ohne 2, da jetzt kein dunkler Bube kommt, sondern ein Karo-Bube, bin ich mir ziemlich sicher, dass mein Partner die beiden dunklen Buben noch hat. Und die 30er Reizung, also einmal mehr blank, 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 blank. Ich spiele es so gerne und es bietet sich so oft aber auch an. Und es ist sehr häufig richtig, nicht immer natürlich, oder nicht immer ist es in der Situation dann zielführend. Hier aber hat es absolut schon mal wieder gepasst, direkt die Stechfarbe gefunden. Ja, guter Instinkt hier vom Alleinspieler, dass er jetzt mit dem Kreuz Ass sticht, da komme ich dann nicht rüber. Andererseits ist jetzt die Karte natürlich auch schon sehr stark verraten. Klar, kein Herz, ein Pik Abwurf. Ich vermute natürlich, dass aus Pik Ass Lusche abgeschmissen wurde. Jetzt bleibe ich hier mit der Kreuz Dame am Stich. Das heißt, mein Partner hat noch die beiden dunklen Buben, alles andere wäre unlogisch. Dann kann der Alleinspieler ja nur noch eben Pik Ass haben, vielleicht noch Pik Dame und 2 Karos oder 3 Karos und das Pik Ass blank geschmissen. Da er eben auf 4 Augen in Herz erstmal die Pik Lusche abwirft, habe ich eher gerechnet, dass das Pik Ass inzwischen blank steht und der Drilling in Karos. Deswegen jetzt hier die Pik 9. Selbst wenn das allerdings nicht der Fall ist und die Pik Dame noch beim Alleinspieler ist und auch nicht gedrückt ist, wir sehen hier Abwurf bei meinem Partner, dann ermögliche ich meinem Partner jetzt einen Abwurf in Karo, also seine Herzvollen, die kriegt er auf jeden Fall noch nach Hause, sei es auf meinem Karo Ass oder sei es, wenn er selber Trumpf Abzug hat. Und hier kommt die Kreuz 7 und das ist, wenn man so will, denn Aufgabe. Jetzt ist klar, kein Stich mehr drin für den Alleinspieler, denn mein Partner wird jetzt erstmal die Buben ziehen und danach seine Herzstehkarte zwischenziehen. Ich brauche jetzt nur noch das Karo Ass behalten, damit ich auch ganz sicher den letzten Stich noch absichere. Und dann sehen wir es hier. 17 Augen hat der Alleinspieler nur eingefahren im Spiel 12 für mich und für Spieler 3 nochmal 40 Punkte. Und ja, erste Vorentscheidung kann man sagen. Spieler 1 hat sich damit wohl aus dem Turnier verabschiedet, wenn nicht noch ein Wunder geschieht. Spieler 3 liegt sehr gut im Rennen. 280 ist für mich nun gerade nach dem guten Start kein tolles Ergebnis, aber da ist noch nichts verloren. Jetzt ist es ein bisschen spät, um noch das komplette Programm abzufahren. Schauen wir also die nächsten Tage, dann liefere ich noch Serie 2 und 3.